Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 der Wedlock Challenge Pokémon Y. Und ja, der Arena-Kampf gegen Conny war nicht ohne Verluste. Und wir müssen uns natürlich von unseren treuen Gefährten und unseren Startern gebührend verabschieden. Und zwar, ja, unser gutes Tentante, unser Lysop ist gestorben an der Sanktoklinge von dem Plus 4 Duringard. Ja, Tentante war so gut. Es war so unfassbar gut und es hätte, glaube ich, auch bald die Blattgeise gelernt. Ja, und dadurch ist auch sein Partner gestorben. Ja, Xerneas. Xerneas ist auch tot. Du bist mit ihm untergegangen, Xerneas. Du. Am Anfang, ich habe mich mega über dich gefreut. Dann warst du eine lange Zeit nutzlos, aber dann hast du Mondgewalt gelernt und warst endlich wieder gut. Und ja, auch von dir müssen wir uns verabschieden. Tut mir leid. Ja, die Sache ist die. Ich werde mal sicherheitshalber hier unser Tauros mitnehmen, weil wir sehr wahrscheinlich wir werden sehr wahrscheinlich quasi ein Mega-Pokémon bekommen und das dann gleich mit reinnehmen. So, weil ich habe auch die beiden hier noch so nachgelevelt, ein bisschen zumindest, aber die sind halt immer noch nicht zu gebrauchen. Hier habe ich auch so ganz leicht gelevelt und ja. Schauen wir doch mal, was Tauros lernen kann, was unser schönes Tauros jetzt lernen kann. Ja. Aber jetzt haben wir den Beulenhelm, den wir unserem Bronzong geben können. Auch wenn uns das Blendpuder gerettet hat. Weil sonst wäre die Challenge vorbei gewesen, wenn es die erste Sanktoklinge nicht gedodged hätte. Haben wir ein. Wie heißt es? Ein Seidenschal. Möglicherweise für unser. Tauros. Sieht nicht so aus. Okay, schauen wir erstmal, was das für Attacken lernen kann. Pilzspore auf Diamante finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Finde ich wirklich geil. Kommt der Schärfer weg? Braucht man nicht. Alter, Tauros kann ja nichts lernen. Siedewasser, danke. Stärke, okay. Stärke nehme ich tatsächlich als gute Normal-Step-Attacke. Kann die Raserei hier weg? Die brauchen wir nicht. So, Flammen, ah, schade. Nee. Was soll ich denn mit den speziellen Attacken? Unheilböen, nee, Tarnstelle lernst. Nicht mal Pflücker kann es lernen. Wow, Tauros. Enttäuschend. So. Welches Item geben wir ihm denn? Das ist halt alles Trash. Ich glaube, ich gebe ihm fast das Blendpuder. Der Expertengurt. Pff, Schwachsinn. Mit seinen normalen Step-Attacken. Scharfklaue. Erhöht die Volltrefferquote. Ja, komm, machen wir das halt. Machen wir das halt. Ist okay. Und dann geht's gegen Conny. Aber dann, wobei ist ja egal, weil wir ein Pokémon, also ein Leih-Pokémon bekommen. Sodele. Dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt laufen wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie 6 Pokémon und nicht 1 hat. Das wäre ganz schön rigged irgendwie. Vor allem, weil wir auch das gleiche Pokémon haben. Tatsächlich auch, wenn ich diesen Kampf verlieren sollte, ist nicht die Challenge vorbei, weil es kann halt einfach sein, dass sie ein besseres Wesen hat und wir halt keine Chance haben, den Kampf zu gewinnen. Oder irgendeine Attacke, womit wir uns selbst oder womit sie uns one-hitten kann. Und sie ist dann halt schneller oder so. So, gibt's hier drin noch irgendwas? Was hätte ich denn gerne? Mega Lucario wäre schon geil, dann hätte ich halt wieder ein Stahl-Pokémon. Ja. Irgendwas gegen Wasser-Pokémon wäre eigentlich ganz geil. So Mega Bisaflor wäre sick. Mega Bisaflor wäre wirklich gut.
für unser Team. Wobei, ja doch, gegen Feuer kommen wir schon klar. Feuerkampf ist dann halt ein Problem. Also so Logok nimmt uns dann halt komplett auseinander oder Panferno. Boah, wenn dann Mega Logok kommt. Oh, Konfusion. Klasse. Also TM Luck hat auch aufgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der doppelte Tod in der letzten Folge, der nagt schon ziemlich an mir, vor allem wenn ich das halt direkt hintereinander aufnehme. War schon uncool. War schon wirklich sehr uncool. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Pärchen verloren, leider. Und jetzt geht's nochmal hier gegen die Mörderin direkt. Geht einfach direkt gegen die Mörderin. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir hier bekommen. Bin ich sehr gespannt. Ja, Megaring ist okay. Nehmen wir. Den nehmen wir. So. Jetzt bin ich. Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt bekommen. Also, ich hoffe wirklich, dass es ein Mega-Pokémon ist. Ich denke tatsächlich, dass es ein Mega-Pokémon sein wird. Schau mal halt mal. Das kommt. So. Ja, gib alles, ist okay. Oh nein, echt jetzt? Oh, ich hab Turtok. Das ist ja ein geiles Matchup, würde ich mal sagen. Das ist ja ein krasses Matchup. Also den Kampf werden wir verlieren. Ziemlich sicher. Aber Mega Turtok nehme ich. Mega Turtok nehme ich an. So. Vor allem, sie resistiert jetzt ja auch noch unsere Wasserattacken mit ihrem Drachentyp. Also wir haben keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Also haben wir nicht. Das Einzige wäre Verwirrung. Das war ein Crit sogar. Konfusstrahl. Das ist schon mal eklig. Ich wollte dich doch verwirren und nicht verwirrt werden. Bitte komm wenigstens durch. Oh, natürlich verletzen wir uns selbst. Und Donnerschlag, okay. Ja, keine Chance. Also nicht den Hauch einer Chance. Kann ich aber nichts machen. Also. Aber ja. Zählt ja nicht in die Challenge mit rein. Gut, damit haben wir den Kampf gegen Kon. Aber müssen wir gewinnen? Nee, wir müssen nicht gewinnen. Kampf endet dann einfach, ne? So. Ja, okay. Mhm. Ja, ich nehm's mit. So, Turtok erhalten. Okay. Die Attacken sind absolute Garbage, aber sowas Spezielles nehme ich tatsächlich an. Wie möchte ich Turtok denn nennen? Turtok. Oh, bei da habe ich was Passendes. Ich glaube, dass der Frankie ist da ganz gut. Der passt da schon. Oder? Ich habe noch was Besseres. So, passt es rein? Capone. Ja, sollte passen. Leerzeichen. Jo. Capone Beige. So. Ist ja quasi so eine Festung. Und Mega Turtok ist auch schon so eine Festung. Finde ich ganz passend. So, und schauen wir uns unser Mega Turtok mal an. Seid auch schon Level 38, ne? Okay, Init plus Wesen. Schauen wir mal, was wir ihm so für Attacken beibringen können. Hoffentlich was Gutes. Pflücker. Mhm. Unheilböen. Finde ich gar nicht so bad, wenn wir da den Boost bekommen.
Finde ich echt nicht bad. So, Schutzschild kommt da weg. Flammensturm, den nehme ich auf jeden Fall. So, und wir bekommen ja auch noch gleich den Surfer dann, glaube ich. So, der ah, oh, schade, Siedewasser lernt er nicht. Hitzekoller, Elektroball. Ah, braucht man nicht. Pilzspore auch, okay. Juwelenkraft finde ich auch ganz gut eigentlich. Weil brauchen wir eine Gesteinsattacke gegen Flug-Pokémon oder. Weiß ich jetzt nicht. Ich lasse tatsächlich Aquavelle zum einen Grund da, weil es speziell ist und zum anderen, weil es durch unsere Fähigkeit geboostet wird. Blättersturm. Also wenn wir in der Mega-Entwicklung sind. Ich glaube, Blättersturm finde ich geiler als Juwelenkraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Blättersturm finde ich da, glaube ich, schon geiler. So. Dann würde ich sagen, kämpfen wir auch direkt ein bisschen mit ihm. So. Muss dann halt das Tauros noch ein bisschen nachziehen. Aber ist okay. Das ist okay. Und wir bekommen jetzt ja gleich noch das Lapras geschenkt. Da hoffe ich auch noch auf was Gutes. Da hoffe ich auch noch auf was Gutes. So, dann sind wir fast unten. Müssen wir nochmal hier mit dem reden? Nö, anscheinend nicht. Und dann können wir direkt weiter. Direkt weiter. Muss ihm dann halt eigentlich auch. Ah, verdammt. Muss ich halt Surfer beibringen. Das heißt, Aquavelle kommt dann ja eh weg. Ja, schade. Schade, schade. Aquavelle wäre schon cool gewesen eigentlich, aber. Ja. Ah, Surfer, okay. Ich dachte jetzt, der will gegen uns kämpfen. So. Gut, dann bringen wir auch direkt Surfer unserem. Toto. Oh, ich dachte gerade, Toto kann es nicht lernen, weil ich erst nach unten geschaut habe. So, bringen wir dem Surfer bei. Der gute Surferboy. Und wir haben hier tatsächlich zwei Encounter. Das Fossil haben wir auch noch, darf ich auch nicht vergessen. Okay, erstmal mit den Leuten hier reden, ob uns irgendjemand was gibt. Das Problem ist halt, die neue Level Cap ist nur Level 41. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trainer dazwischen kommen. Das ist halt echt wenig, so. Ja, ach, ich muss echt Platz machen. Okay. Holen wir erst unseren Encounter hier in dem Gras. Eine Kobra-Bäre, okay, keine Ahnung, was die macht. Anti-Feuerbäre oder so? So, Encounter. Ja, Meganie ist ganz cool. Ich mag Meganie. Ja, mag ich. Will ich aber nicht mit Turtok. Wobei, kann der überhaupt eine Pflanzenattacke? Ja, wir kämpfen bereits. Geh mal für Unheilböen und schau mal, was er so macht. Das macht wenig. Okay, Reflektor. Reflektor. Mhm. Okay, er hat eine Pflanzenattacke. Wie viel Schaden macht die? Okay, einen tanken wir auf jeden Fall noch. So, er geht nochmal für Reflektor. Richtig smart. Super Ball. Ich muss auch mal wieder neue Bälle kaufen, sehe ich gerade. Muss ich wirklich machen. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Haben wir unsere Meganie gefangen, was sehr schön ist. Wie nennen wir Meganie denn? Meganie. Das ist eine gute Frage. Wie können wir Meganie nennen? Oh, ich hab was, ich hab was. Passt ja von dem
hier, dass es darstellt, ein bisschen zu Queen. Also zur Teufelskraft von Queen. So. Da passt das Geschlecht sogar. Also weil Queen halt männlich ist. So, was haben wir hier unten noch? Gibt ja noch ein Item oder so versteckt. Drift-Zeppeli. Okay, das wäre auch actually cool gewesen. Das wäre auch cool. So. Zerschneider haben wir nicht mehr. Klasse. Kann Taurus vielleicht Zerschneider lernen? Yes, Taurus kann Zerschneider lernen. Dann bringen wir dem hier mal Zerschneider noch bei. So, Verfolgung kann Vex. Brauchen wir, glaube ich, hier im normalen Playthrough nicht. So, dass wir hier auch durchkommen, ohne unser Mounts jetzt extra holen. Wobei, wir hätten eh zurückgehen müssen, aber trotzdem. Wow, für eine Wildbeerbeere. Keine Ahnung, was die überhaupt macht. Ganz klasse. Klasse. Das hat sich gelohnt. Holy, hat sich das gelohnt. Okay, bin ich froh, dass wir den nicht bekommen haben. Das wäre ganz schön eklig gewesen. Also ganz schön nutzlos auch. So. Will der kämpfen? Nee. Okay. Gibt's hier noch irgendwo ein verstecktes Item oder so? Nee, gibt's nicht. Das heißt, das können wir wieder wegpacken. Wir legen kurz ein Pokémon ab und holen uns noch unser Lapras ab. Beziehungsweise das, wodurch es ersetzt wird. Hoffentlich was Cooles, weil Megane, ja, würde ich schon verwenden auf jeden Fall. Vor allem jetzt, wo unser Tentantel gestorben ist. Also jetzt kommt es erstmal nicht ins Team, weil da haben wir einfach bessere Pokémon. Immer ein krasses Pokémon im Pärchen und ein... Ja, okay. Ich hoffe, dass Bronzong langsam jetzt auch besser wird. Jetzt, wo es sich entwickelt hat. Notdünger mild. Oh. Also Notdünger ja, aber mild. Hm. Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so. Sehe ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Naja, na, könnte schlimmer sein. Ist okay. Ja, die Attacken sind halt crap. Ja, die sind halt komplett Müll. So. Jo, nehme ich mit. Meloetta. Das ist geil. Habe ich auch direkt schon einen schönen Namen. Und zwar Perona. So. Okay, das will ich mir noch direkt angucken. Level 36 wäre das gewesen. Oh mein Gott, hätte ich das doch einfach mit Turtok gepaart. Edelmut. Neutrales Wesen. Ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Oh Mann, hätte ich das mit Turtok gepaart. Ja, wobei, Taurus ist auch cool, weil Taurus konnte halt nichts lernen. Aber wir haben Meloetta in the bag. Mit Megane gepaart, das kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ups, nee, das wollte ich nicht. Also, passend zum Stichwort mitnehmen. So, ups. Kommst hier hoch. Und dann ist der Party auch fast schon am Ende. Ist jetzt nicht so viel passiert, also wir haben halt ein paar Pokémon bekommen. Aber ich möchte noch gerne schauen, was es hier oben in dem Wasser noch gibt. Also ob wir da noch irgendwo ein Item ergattern können, wenn wir da jetzt surfen. Jo. Ah, okay, da kommen wir gar nicht lang. Auf der Seite kommen wir auch nirgends lang. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich hier recht herzlich für unser, für euer Einschalten. Würde mich mega über ein Like und einen Kommentar freuen, aber am meisten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Aber einschaltet, mein Gott, Sprachprobleme. Aber bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.